Ich will Zeugnis. Zeugnis. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Die geht einfach in ihr Zimmer. Lässt mich hier stehen. Schau mal nicht. Ich werde es nicht ausschieben. Weil ich kann auch morgen kommen. Ich bin ja aber echt gespannt, weil wir wissen ja die Noten. Ob es auch so ist. Durchschnitt ist genau 2,0. Also, der Unterricht im Fach Geschichte wurde bilingual erteilt. Besonderes Lob verdient ihr Einsatz als Steilschlichterin. Oh. Milay hat im Modul zur beruflichen Orientierung mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Die Schülerin hat am Wahlunterricht Tanzmusical mit sehr großem Erfolg und am Wahlunterricht Volleyball mit großem Erfolg teilgenommen. Das die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächste Realschulstufe hat Milay erhalten. Ja, mit 2,0, ich bitte dich. So, was machen wir jetzt, Milay? Was ist jetzt angesagt gleich? 500 Euro. 100 Euro. Was erzählt die da? So, das war ein Zeugnis. Dann habe ich ein Zertifikat, weil ich ja am Bilingual-Unterricht teilgenommen habe. Ah, okay. Bilingual heißt ja. Geschichte in Englisch. Zertifikat. Und dann noch so ein Zertifikat wegen dem Projekthang. Wow. Alltagskompetenzen. Ernährung, Gesundheit, Umweltfreiheit, Selbstverbraucherfreiheit, digital handeln. Gut, gut, Milay. Supi. Zum Alltag? Ich würde sagen, wir holen und gehen mit ihm Eis essen. Was sagst du dazu? Ja, aber ich will ja noch schwimmen mit ihm. Ja, wir können am Abend essen Eis. Ja. Und dann, was zeigst du heute noch? Mein Hall. Ja, dein? Sommerhall. Ja. Urlaubshall. Genau, okay. Also, let's go. Anne! Bei mir sind natürlich einige Tränen geflossen. Ja, Milay, seit letztem Jahr einfach so gut. Die macht alles selbstständig. Die hat ihre Ziele. Seit 2 Jahren ist ihr Papa auch nicht da. Also ich bin alleinerziehend. Und sie versucht mit mir zusammen ihr Leben, mein Leben oder wir versuchen es gemeinsam zu meistern. Natürlich sind ihre Brüder da. Die unterstützen uns natürlich auch sehr viel und so. Aber das ist allein ihr Fleiß. Sowas von stolz. Viele haben ja auch gesagt, oh Milay, immer vor der Kamera, Influencer-Kind und sie muss Videos drehen. Wer weiß, was mal aus ihr wird und. Ja, Milay hat von klein auf schon mitbekommen, was Internet bedeutet, was Social Media bedeutet, wie man sich verhalten muss und hat nie geträumt, eine Influencerin später zu werden. Sie hat ihr Ziel gehabt, und hat es immer noch. Sie will einen Beruf ausüben, aber natürlich auch nebenzu ihren YouTube, Instagram, ihren Influencer-Job, sage ich mal, wenn man das so nennen darf, machen natürlich. Aber sie hat alles richtig gemacht und wir haben auch alles richtig gemacht und ich mache es seit 2 Jahren auch richtig. So Leute, ich habe euch ja einen Sommerhaul versprochen, der kommt jetzt. Wir beginnen direkt mal mit den 2 Sachen. Und zwar einmal hier dieses Corsage-Top. Ich finde das so, so unglaublich schön. Hinten ist es hier so gebunden. Wir haben jetzt einfach den Rest hier mal in die Hose reingesteckt. Sieht so aus, ist so mit Blumen. Und ich finde es so schön, so wenn man am Abend im Urlaub ist und dann rausgeht zum Essen, finde ich dieses Outfit richtig, richtig schön. Und dazu einfach noch eine Basic Baggy Jeans in Schwarz. Genau, sieht so aus und ich finde die Kombination richtig, richtig schön. Weiter geht's. Hä, wie schön sieht dieses Outfit gerade bitte aus? Eigentlich so schön für einen Urlaub. Das zweite Top ist so ein trägerloses Jeans-Top. Das ist mir jetzt zu groß, also wir haben es in den Seiten zugemacht, weil ich muss es dann nur schneidern lassen. Aber es sieht ungefähr so aus. Finde ich, passt auch voll gut zusammen. Hinten ist es so gebunden auch wieder. Finde ich auch wieder richtig, richtig süß. Wie viertes Teil ist es jetzt? Also mein viertes Teil. Das Top ist jetzt einfach aus meinem Kleiderschrank genommen. Es geht um diesen Rock. Das ist so ein Jeansrock. Der hat hier in der Mitte so einen Schlitz. Und ich finde den auch richtig, richtig süß und so perfekt für den Urlaub. So. Wie schön die Farbe ist. Ja, und das ist auch so eine ganz leichte Jeansfarbe. Also das ist sehr schön. Nicht stark und auffällig, ja. Sondern so richtig schön hell, sommerlich. Leuchtend, so richtig schön sommerlich. Man kann es auch wirklich mit alles sein. Also ich habe das jetzt mit dem trägerlosen Top einfach. Das finde ich auch so toll an dem Jeansrock, man kann ihn halt echt mit allem stylen. Weiter geht's. Also nächstes Teil ist dieser Zweiteiler hier. Finde ich auch richtig, richtig perfekt so für den Strand, weil es ist einfach sehr lässig und
Auch weiß finde ich immer richtig, richtig schön am Strand. Ja, die Hose sieht so aus. Die ist eigentlich auch, finde ich, so die perfekte Länge. Also man muss irgendwie nicht so richtig aufpassen, wie man jetzt sitzt oder so. Finde ich halt auch eigentlich die perfekte Länge. Genau, hier kann man es auch enger machen, wenn man will. Und man kann auch es nur einzeln anziehen. Also man kann nur die Hose anziehen, wenn man will. Oder hier nur das Hemd. Ich habe auch später noch ein Teil, das ich mit dem Hemd anziehe. Das zeige ich euch dann auch noch. Und hinten, das ist richtig Urlaubs-Vibes. Ja, das ist dann auch einfach Teile. So sehr am locker. Ja. Am Tag, wenn man jetzt zum Beispiel hier so eine Tour macht oder so. Das kann ich auch anziehen. Ja, das wird sie auch anziehen. Das weißt du jetzt schon. Genau, und jetzt kommen wir dann noch zu meinem Einteiler. Den ziehe ich jetzt mal mit dem hier an. Der Einteiler, der ist, sieht so aus. Der geht hier am Nacken so hoch. Also hinten ist er hier so ein Neckholder. Und ich finde den halt richtig schön, wenn man ein Hemd anzieht und das dann hier vorne bindet. Also wenn man das Hemd hier vorne dann so bindet und so einen Knoten hin macht, finde ich das richtig, richtig süß. Weil ich finde, wenn man das halt ohne das Hemd anzieht, sieht es einfach zu sehr aus wie so zum Beispiel so ein Workout-Outfit, so ein Einteiler zum Sport machen. Finde ich nicht so, so ein Alltagsoutfit, sondern eher muss man das so mit irgendwas kombinieren. Und ich habe es einfach so mit diesem Hemd kombiniert, weil ich finde halt auch, passt perfekt. Man sieht, dass es ein richtig schönes Sommeroutfit ist, wieder lässig, total bequem. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Alle, guck mal, wie es im Hintergrund ausschaut. Ja, egal, wir kommen zum letzten. Genau, das lassen wir drin jetzt. So schaut's aus, wenn mir hier ein Haul macht. Kommen wir zu meinem, ich denke, es ist mein Lieblingsteil. Ich liebe die Farbe, ich liebe den Schnitt, ich liebe alles an diesem Kleid. Das ist hier so gestreift, wie nennt man das? Gestrickt. Gerippt. Gerippt hier. Es ist ein sehr unglaublich bequemer Stoff, Leute. Wenn ich das sage, ihr müsst mir glauben. Ich könnte auf 1 Million Euro wetten, dass dieses Kleid jeder bequem finden wird. Das hier bindet man eigentlich nach hinten. Aber, Leute, ich sag's euch, ich habe einfach den Style jetzt umgeändert. Ich habe es nach vorne gemacht. Ich finde es nach vorne eigentlich fast schöner. Sieht so aus, ich kann mal einen Teil geben. Genau. Und Leute, ich sag's euch, ich weiß nicht, was es mit dem Kleid auf sich hat, aber ich habe in meinem Leben noch nie so viele Komplimente bekommen, Leute, für ein Kleid. Vor meinen Freunden habe ich, glaube ich, um die 100 Komplimente bekommen. Meine Mutter hat sich in dieses Kleid verliebt, meine Oma und mein Opa haben sich in dieses Kleid verliebt. Ich weiß nicht, was es mit diesem Kleid auf sich hat. Ich weiß nicht, was für eine Aura dieses Kleid hat, aber es ist echt krass. In der Infobox unter dem Video habe ich euch den Link zur Wogehörn-Seite verlinkt und die Rabattcodes. Hier steht der Rabattcode auch nochmal. Geht auf die Seite mit unserem Link und shoppt für den Sommer. Es gibt so schöne Sachen dort. Genießt es. Genießt es, sondern holt euch die Sachen, zieht sie an und genießt eure Outfits. Also hier sind die Rabattcodes. Ja. Hier seht ihr ja und ihr, es gibt wirklich mega Rabatte. Gerade für Neukunden. Also schön, also wir sind total zufrieden vom Wogehörn-Shop, also die sind echt toll. Super Qualität. Ja. Und jetzt gehen wir Eis essen. Nochmal, ich zieh mich jetzt wieder um. Yay. Ja. Zur Feier des Tages. Pinocchio. Back. Schau mal. Kinderüberraschung. Und ich glaube, ich will nur einen Shake haben. Ja. Back Altai Bo. Mickey Maus. Donald Duck? Ach, wo ist Pinocchio? Pinocchio nur ist mir, guck mal. Oh, da ist kein Bild von Pinocchio. So, was machst du? Peace! Also, Milady, was wolltest du? Crepe Nutella? Das ist Peace. Ich esse Nutella Haselnuss. Nutella Haselnuss Krokant? Keine Ahnung. Und dumm, das sehen wir dann. Tamam, Soselen yapmışlar. Gözleri, burnu. Bu da, aa bak çabuk çabuk gözleri gidiyor. Oo, lekka. Altiş. Gördün? Oh, gözünü yiyor. Hey, du isst die Nagerade. Auge. Von Pinocchio. O da nazesi. Tamam, bak burnu uzun Pinocchio'nun, değil mi? Pinocchio hat lange Nase. Çünkü yalan söylemiş, değil mi? Mein Eis ist auch schon da. Spaghetti Nutella Eis. Nutella. Nutella. Oh, das tut mir egal, Panne putzen. Das sieht mal ultra lecker aus. Nee. Ha? Hast du das schon mal gegessen? Sie macht Fotos. Du, jetzt lass mal hier. Schmeckt das lecker?
Bestimmt, ich liebe das. Warum habe ich das nicht genommen? Oh. Vanille, Eis, Joghurt, Schokoeis. Was? Ja, ich esse jetzt, sonst schmilzt es. Ade. Check. Halasse, hilf. Du musst ihn hochheben, Alter. Vom Popo. Popo sind dann das Stick weg. Das Stick weg. Bei ja Pimme. Oh, gut, starker Mann. Ach, Fede. Chip dir. Alter, ist er noch nie vermessen. Pack ich aber. Ich kann nicht dir. Ich kann nicht dir. In Gemme. Magst du? At, göster halaya. Geradeaus. Oraya at. Altay'ın olduğu yere at. Ya, good. Engeli. Engeli. Wow.